Mr. Olympia 2016. Es wurde entschieden. Es war der Kracher. Es war wirklich der Burner. Dwayne Johnson war da. Arnold Schwarzenegger. Genauso erwartet man immer wieder Mr. Olympia. Aber ganz nebenbei war auch noch die Show. Ja, wie ist so dein Eindruck gewesen? Also Top 5? Top 5 genial. Mega eng das Feld heute. Also wirklich klasse Feld. Rolly Winkler auf 6 hätte man anders machen können. Hätte man auch auf 5 oder 4 setzen können. Mit Raimi tauschen können, meiner Meinung nach. Ich fand Rolly extrem gut. Wirklich extrem gut. Hat sich extrem gemacht. Top 1, klar, Phil Heath. War unschlagbar heute. Gestern auch schon. Qualität, Härte, alles war da. Hat alles mitgebracht. Sean Roden auf 2 finde ich gut. Dexter auf 3. Hätte man tauschen können, aber geht in Ordnung auf jeden Fall. Ja, also wirklich ein geniales Ergebnis heute. Super Veranstaltung. Und wie du schon sagst, The Rock war da, Arnold war da. Das war ein Feeling in der Halle, genial. Also man hat ja so ein paar Buhrufe auch mitgekriegt, dass man da bei Phil Heath öfter mal Buhruft, das ist klar, das haben wir uns schon so dran gewöhnt, dass es die letzten Jahre immer wieder so war. Aber dass es dieses Jahr nochmal so Buhrufe, das war ungerechtfertigt. Ja, schwierig zu sagen. Ich finde immer so, als Athlet muss man immer die Judges respektieren und die Meinung, da sitzen genug Judges, um einen guten Mittelwert zu finden. Es ging ja los mit Cedric McMillan auf 7. Klar, es ist ein Top-Athlet, aber die Top 6 sind auch alle gut und es ist schwer, in dem Feld das zu mischen. Es ist einfach schwer. Also ich möchte es nicht entscheiden wollen. Bei Cedric McMillan war es extrem, bei Rolly war es ja genauso und bei Big Ramy war es auch so. Die Leute haben die alle drei haben sie weiter vorne gesehen. Und ich denke, viele hätten Ramy oder Rolly Winkler gern auf 2 oder 3 gesehen. Also so kam es für mich rüber. Was müssen denn die Athleten noch machen, damit sie überhaupt mal Phil Heath mal schlagen? Also wer könnte ihm denn noch gefährlich werden? Hast du da eine Meinung zu? Ganz schwierig. Also ich sehe es ähnlich wie bei Ronnie Coleman damals und Jay Cutler. Als die Karriere von Ronnie Coleman zu Ende ging, er älter wurde, da kam dann Jay Cutler nach vorne. Ich sehe es fast ähnlich jetzt, weil ich sehe nicht, dass ein Sean Phil Heath in ein, zwei Jahren jetzt überholen kann, weil Phil Heath wird ja nicht schlechter. Der hat eine Form gebracht heute, der hat sich nochmal gesteigert. Ich sehe jetzt keinen aktiv im Feld, der jetzt nochmal einen draufpacken könnte, um Phil zu schlagen. Klar, Big Ramy ist richtig gut, dem fehlen aber die Details, finde ich, die Phil Heath mitbringt, diese 3D-Optik, die hat Phil Heath einfach und die hat momentan kein anderer Athlet auf der Bühne. Also du meinst, dass der Phil Heath die großen Töne nicht umsonst gespuckt hat, dass er alle Rekorde brechen will, dass er 9-mal Mr. Olympia sein wird, sondern du sagst straight, dass wir da so durchziehen. Ja? Aber nur 9-mal Mr. Olympia wird, man weiß ja nicht, was irgendwo noch sich zurecht wächst gerade. Man merkt es ja gerade, was gerade aus dem Oxygym aus Kuwait kommt, was die an Jungs bringen, an Qualität bringen. Das kann ja ganz schnell gehen in dem Sport. Da kommt nächstes Jahr ein Newcomer und er setzt sich auf 2 oder 3 und in 2, 3 Jahren ist der Mr. Olympia. Das wissen wir ja heute noch nicht. Ganz klar, bei Phil Heath, Klappern gehört zum Geschäft. Das merkt man gerade hier in Amerika. Das gehört einfach dazu. Das ist die Aufmerksamkeit, das Publicity, Marketing. Und das funktioniert hier sehr gut. Okay, dann kommen wir mal zu der Klasse 212. Wie hast du das so gesehen? Also ich empfand, dass das Feld mega stark war. Ja, Ronny Rockel zum Beispiel, unser einziger deutscher Athlet, der ist nicht in die Top 6 reingekommen. Wie hast du das so gesehen? Ja, es ist schwierig. Also ich habe es auch verfolgt mit Ronny Rockel, dass er halt in die 212 gegangen ist und so. Ich habe die Form auch gesehen, war im Internet waren ja Bilder zu sehen schon vorab, dass er ein bisschen was gepostet hat. Top-Form muss man wirklich sagen, aber das Feld ist halt auch in der 212 heute extrem stark gewesen. Also die Top 3 genial. Also auch der auf dem zweiten Platz kommt, glaube ich, auch aus Kuwait. Ja. Meiner Meinung nach, ich will dich jetzt nicht beeinflussen, aber hat er sogar gewonnen? Ja, das ist das, was ich gestern schon gesagt habe. Es ist halt so, er ist richtig gut und kommt auch auf jeden Fall an Flex Lewis ran. Aber ich finde, er setzt noch nicht dieses Extreme drauf, um ihm wirklich zu sagen, pass mal auf, jetzt bin ich Mr. Olympia, jetzt hast du zurückzutreten. Das ist dieses, man muss halt eine extreme Schippe drauflegen. So, das habe ich heute noch nicht gesehen, aber Flex Lewis muss aufpassen, auf jeden Fall. Er ist auch das erste Mal dabei, der Ahmed, gleich für das erste Mal. Wir haben ja auch ein Interview geführt mit ihm bei Body Extreme. Und da war er sehr, sehr bescheiden. Also da hat er noch gesagt, ja, es ist das erste Mal. Da ist Boston Maschinen, Mastmaschinen hier, der Jose Raymond. Dann ist da Flex Lewis. Dann hat er so seinen Kollegen, der Samuel Haddad und so weiter genannt. Dann hat er gesagt, ach,
Top 5 wäre gut, aber wenn es nicht so ist, Top 10 wäre ich schon zufrieden. Sehr, sehr bescheiden. Und jetzt hat er so die Bühne gerockt. Also meinst du, wenn er noch eine Schippe drauflegen würde, die nächsten Male würde er definitiv Mr. Olympia werden? Ich denke schon, ja. Also das Potenzial hat er definitiv. Gerade wenn man es bedenkt, es ist das erste Mal, der ist das erste Mal dabei. Und der hat ja so einen Hype gesorgt, das hat man heute schon gemerkt, als er rausgekommen ist, gestern am Pre-Judging. Die Leute haben ihn alle angeguckt. Hast du bei der Kür, hat man es extrem gemerkt, die Leute haben geguckt, er hat es auch gemerkt, er hat die Leute motiviert, das Publikum war laut, hat sich gefreut. Also man merkt, der kann die Leute ziehen. Und der Eduardo Correa, der hat irgendwie nicht, glaube ich, damit gerechnet, dass er so platziert wird. Der hat einen hängenden Kopf gehabt, also ich weiß nicht, wie siehst du seine Form und seine Platzierung? Die Platzierung geht, wie gesagt, in dem Feld in Ordnung, bringt eine Bombenform mit, das ist gar keine Frage. Der Correa, der ist auch immer in Form, also ich habe den noch nie außer Form gesehen auf der Bühne, der ist immer knochentrocken, bringt Muskulatur mit, der hat eigentlich auch alles. Aber es ist halt dieses, wenn jetzt kommt, dann kommt ein neuer, setzt nochmal einen drauf und dann wird es ganz schnell eng. Und der David Henry, meiner Meinung nach in den letzten Jahren so der kleine Mr. Ronnie Coleman, habe ich immer gesagt. Er ist immer weit vorne, aber meinst du, dass er noch mehr nach vorne rücken sollte oder fehlen ihm auch irgendwelche Details, deiner Meinung nach? Ja, die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt das Feld von heute angucken, er hat es heute den fünften gemacht, wo wollen wir ihn hinsetzen, vor wen wollen wir ihn setzen? Und das ist halt schwierig. Da ist kein Platz, um ihn jetzt zu sagen, wir machen ihn jetzt auf 4 und den vierten auf 5, das ist halt schwierig in dem Feld. Obenrum finde ich ihn extrem, der ist rund, bringt alles mit, gerade Schulter, Arm, Brustpartie. Ich finde ein bisschen abfallend in den Beinen. Wenn er da noch dieses Volumen, was er im Oberkörper hat, in den Beinen hätte von vorne, dann würde er noch weiter nach vorne kommen. Okay, dankeschön für die Top-Analyse. Das war spitzenmäßig, danke nochmal. Im Namen von Body Extreme und unserer Zuschauer. Ja, das war Mr. Olympia 2016. Phil Heath ist zum sechsten Mal Mr. Olympia geworden. Was wir ihm auch alle natürlich gönnen, nicht nur gönnen, das hat er ganz klar verdient. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schaltet immer wieder ein, wenn es heißt Body Extreme. Aus. Awesome.